Herzlich willkommen zum Weihnachts-Trash-Wichteln 2021 von Benutzername. Wir sind Jackpack TV und Ina the Gaming Unicorn. Heute spiele ich ein Spiel für euch und Stefan, aka Jackpack TV, guckt mir dabei zu. Wir spielen heute das Spiel Engelhaft Zerstörer. Ja, darf ich dir noch was sagen oder darf ich nur zuschauen? Du darfst auch was sagen. Okay, super, cool. Dann, viel Spaß. Aber ich warne schon mal vor, das Spiel hat sehr gruselige Musik. Und ist allgemein ein bisschen trash. Was hältst du denn vom Titel? Also ich meine, Engelhaft Zerstörer? Ja, meine Erwartungshaltung ist sehr hoch. Ich möchte viele Dinge zerstören. Ja, aber Engelhaft passt ja zur Weihnachtszeit, das muss man ja schon sagen, ne? Ja, das stimmt. Das ist sehr weihnachtlich. Vielleicht ist es auch... Ja, wir werden sehen, wie tiefgründig die Story ist. Ja. Ja, ich denke auch, dass das... Weil vielleicht steckt da ja noch mehr hinter. Sieht ein bisschen aus wie in Sprachen auch, wie so ein AAA-Titel auf jeden Fall. Sprachen? Ja, ich mach die Musik mal wieder an, ne? So, ihr möchtet natürlich auch was hören. Ah. So, es ist sehr atmosphärisch. Ja. Okay. Das ist das Hauptmenü. Die Frau da ist ein Engel, glaube ich. Also vielleicht ne? Hoch null. Ja. Ja. Hoch null. Spielen, Ausbildungsniveau hoch null. Okay. Spielen, Möglichkeit. Mhm. Ah, dahinter verbergen sich Audio-Kontrollen. Aber was wäre das denn auf Englisch Möglichkeit? Options? Options. Okay, Google Translator, geil. Options. Okay, ich muss nur WASD drücken. Okay. Personal. Aha. Ausfahrt. Nee, Ausfahrt nicht. Ausfahrt ist doof. Okay. Dann. Warte, wen müssen wir denn anfluchen, wenn das Spiel scheiße ist? Wer hat das immer geschenkt? Warte, das Spiel hat mir geschenkt. Herzhaft süß. Herzhaft süß, okay. Vielen Dank. Ja, ich spiele das jetzt. Ja, mach mal bitte. Bin gespannt. Eine wunderschöne Außerirdische kam auf die Erde und fing an, die Häuser mit einer Pistole. Also, wenn ich ein Haus abschieße, bekomme ich 30 Punkte. Auto 20, Fahrrad 10, ein Boot 25, Polizisten 30. Eine Straße, okay. Straßenlaterne 5, Holzkiste 0. Oh, Holzkiste, oh, okay. Wichtig, Häuser, die nicht explodieren. Es gibt nur einen Haustyp, der nicht explodiert. Bitte greifen Sie nicht an, um Ihre Zeit nicht zu verschwenden. Okay. Okay. Jetzt sind ja doch mehr Tasten da. Hä? WASD und, ah, man kann auch springen. Okay. Linke Maus. Das ist wie Metroid, glaube ich, vielleicht auch, ne? Wer weiß. Ja, wer weiß. Du bist ja geübt drin. Ja, das stimmt. Ich bin professionelle Metroid Dread Speedrunnerin. Stefan kann das bestätigen. Ja, da geht's um Speed, ja. Okay. Ich will sie von vorne sehen. Die hat kein Gesicht, die kannst du nicht verfolgen. Ich höre dich jetzt nicht mehr. Es ist auch verdammt laut. Soll ich es ein bisschen leiser? Oh Gott, ich bin nur gesprungen. What the fuck? Was ist das denn? Nee, ich kann es jetzt nicht mehr leiser super, machen. Ist super. Also, ja? Ich kann es ja in meinen Kopfhörer, du nicht? Ich komme nicht mehr zurück. Escape. Ausfahrt. Was? Nein. Ja, okay. Ja, super. Okay, neues Spiel. Also nie Escape drücken, oder was? Nee. Okay.
Also das ist unser super krasses Raumschiff. Ja, ein Engel kommt da mit Raumschiff an, ne? Ich kann auch mit Shift sprinten. Oh. Oder springen. Und ich springe immer direkt 1 Milliarde Kilometer. Okay, wir springen jetzt einfach runter und schießen Sachen ab. Ja, ja, einfach töten. Hui! Oh, sieht aber hübsch aus hier. Ja, total. Also. Wow! Und ein Auto. Und das. Oh, ich habe Schaden bekommen. Von was denn? Was schießt mich denn hier ab? Ja. Hä, wo kriegst du denn Schaden her? Ich weiß es nicht. Ergebnis 140. Ach, oh, ist der Highscore. Ach so. Ja klar, jetzt ist doch ganz logisch. Die Straße verschwindet auch. Es ist ein Meisterwerk. Hä? Guck mal. Oh nee, die Kisten soll ich nicht abschießen. Die geben 0 Punkte. Die geben... Was ist das hier? E? Oh, ich habe irgendwas gemacht. Ja, das ist die Waffen gewesen, oder? Oh, ich kann ja sogar... Oh. Bam, bam. E, wow. R ist nachladen. Wow. I, H, G. Ich drücke einfach irgendwelche Knöpfe. Q. So, einfach. Okay. Aus der Ferne hochspringen oder so. So meinst du den kleinen Sprung? Ja, kurz 2 Meter hochspringen. Okay, dann lassen wir das, die Kiste. Vielleicht kriegen wir das noch erklärt. Die Autos stehen auch alle in die gleiche Richtung, ne? Ach so, ich kann die Autos dann nur mit dem Raketenwerfer hier. Bam. Warum ist das jetzt? Soll das die Sonne hier sein oder was? Oh ja. Gott, die blendet. Es gibt nur einen Haustyp, der nicht abschießen kann, scheinbar. Also, die Frage lautet jetzt, was muss die Menschheit getan haben, damit ein Engel mit einem Raumschiff auf die Erde kommt, um einfach Häuser random und Autos zu zerstören? Ich hab sich ja Omikron manifestiert in so einer... Was? Na klar, stimmt, das macht total Sinn. So, die Straße ist unter Wasser. Ach so. Ja, also ich weiß, dass es auf manchen Inseln solche Straßen gibt, wenn Flut ist. Ja, total geil. Weißt du, was das Problem bei diesen Trash-Wichtchen ja mal ist? Ich kann ja mal kurz ausholen. Ich habe ja sowas schon mitgemacht im Benutzername. Das Schlimme ist daran, du musst dieses Kack-Game jetzt 45 Minuten spielen. Ja, wollen wir ja nichts vormachen. Es ist jetzt nicht... Fortnite oder so, obwohl Fortnite wäre das beschissen, aber... Das ist belastend. Das wäre sehr belastend. Es ist noch belastender als alles andere. Aber das musst du jetzt schaffen. Ja, ich mache hier den absoluten Highscore. Ich habe aber immer nur eine bestimmte... Hier links im Bild. Es läuft eine Zeit... Eine Zeit runter. Ach so, läuft die Zeit ab. Das heißt, ich muss in der Zeit so viele Dinge zerstören, wie ich nur kann. Bam, bam, bam. Hier, ganz Häuser. Du kommst dann, ja, mach doch erstmal so hier. Ja, ah, der lädt so lange nach. Jetzt kann ich die Polizisten abschießen. Whoop. Was ist das denn hier? Und wo sind jetzt die Leute, die ich abschießen kann? Oder darf ich nur deren Häuser kaputt machen? Ich denke mal, die sind alle ausgewandert, ne? Ist die Erde auch leer und ich muss hier nur noch aufräumen. Der letzte räumt auf, ne? Ist ja wie so Film von, ne? Ach, das kann ich nicht kaputt machen hier. Guck mal, das Haus. Das hat nicht funktioniert. Aber ich soll mich damit ja nicht aufhalten. Ich soll nur Häuser zerstören, die ich zerstören kann. Kann ich denn überhaupt sterben? Ah doch, da oben läuft irgendwie. Da oben ist ein Balken. Ich habe keine Ahnung, was da bedeutet. Habe ich auch ein Fertigkeitsmenü gefunden? Ja. 1, 2, 3, ich drück mal die Nummern. Nee. Was ist das eigentlich? Hat die Scratches an den Beinen oder ist das die Strumpfhose? Ich hab keine Ahnung, ist das bei Engeln auch so? Wer weiß. Okay. Wo ist Gegner? Polizist! Irgendwie schießt sich.
Oh mein Gott, da kommen ganz viele Bullen. Bam, bam, bam. Warum sterben die nicht? Ah, da. Ich gebe dir einen Headshot. Oh, du hast ein blaues Schutzschild gehabt. Das war das. Oha. Du hast ein Schild. Da muss ich die wohl jetzt mal mit dem... Ich bin gleich tot. Oh, Wahnsinn. Guck mal, ich habe so einen Stab... Oh Gott, das wird da richtig spannend. Ja, aber jetzt weißt du, wie es geht. Jetzt geht's richtig. So, mein Hoch ist 1730. Sehr viel. Hammer. Weiterspielen. Wieso kann ich denn nicht weiterspielen? Ich muss immer neu anfangen, oder was? Ja. Komm mal, ich direkt darüber gehen in die Stadt, ne? Da ist ja, da geht ja die Party ab. Ja, dann mach auf jeden Haus eine Rakete. Weil du kannst auch laufen. Ja, genau so. Jetzt ist ja easy. Das Spiel Fahrt auf. Bam. Wir haben so falsch gespielt. Ja, wir haben es absolut falsch gespielt. Trifft er noch? Hätte ich vorher von diesem Spiel gewusst, dann hätte ich mir auf die Wishlist gesetzt. Ja, vielleicht. Absolut. Richtig geil. Doch schon sehr gut, ja. Diese Musik. Die ist der Hammer. Und ich habe auch unendlich Ausdauer. Du bist ein Engel. Ach ja, aber ich kann ja scheinbar auch Schaden nehmen, ne? Fleisch geworden. So, was wollt ihr? Hä? Ihr Polizisten. Hier über die Motorräder nicht, aber. Ah, jetzt so langsam macht Sinn. Einfach mit dem Raketenwerfer abschießen. Kurz nachladen. Okay, brauche ich nicht. Alles klar. Also du hast das eine Haus, das nicht kaputt geht hinter dir. Das große? Das hast du nicht gesehen. Ja, da irgendwas? Ist da, das ist links, das da. Ja. Das hier, ne? Nee, das da. Das, ja, das. Das geht nicht. Nee, das war das, okay. Ja. Geht auch. Das große hier, das geht auch. Nice. Hier noch irgendwo Polizisten nicht abschießen? Yo! Ja, die ballern nicht ganz so lang. Ach, das hat ja gut geklappt. Komm. Ein paar Autos noch. Das geht nicht, das Haus, oder? Nee. Das nicht. So, und jetzt kommen auch irgendwie... Ist das ein anderes Lied? Das ist dasselbe. Das geht auch nicht. Gut, ich meine, für 1 Euro hat er ja viele Sachen gekauft. Ne? So ein paar Häuser. Absolut. Sieben, Engel. Ob der Engel irgendwie selbst designt wurde? Hä? Wurde einfach umgebracht. Ah, ich kann aber weiter. Was ist das denn hier? Ein bisschen weiter. Boom. Was, wenn du jetzt da hinten auf die Häuser schießt? Hatte ich nicht. Hören wir jetzt. Hat nicht geklappt. Ach, wieso hast du gerade überlegt? Weil ich meine, warum bist du gespawnt wieder? Ja, na, weil die Zeit noch nicht abgelaufen ist. Also es ist scheinbar egal, ob man stirbt oder nicht. Sollte man nur wieder hinlaufen, ne? Das ist ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Checkpoints, Leute. Ich bin mal gespannt, wann Ina den Punkt erreicht, dass das Spiel total abfuckt. Dann hält sie dich ja mal ganz gut. Ich würde gerne irgendwie so mich so... Oh! Double... Oh nein, oh Gott. Ui! Oh, jetzt war's das aber. Wasser laufen. Wer schießt denn da schon wieder auf mich? Seht ihr, aber wenn ich springe, warum muss ich denn immer gleich 3 Kilometer hochspringen? Was ist mit denen? Die Spieler wollten das auch. Es wurde reingepatcht. Okay. Ist schon fortgeschritten hier.
Raketen, beim Raketenwerfer. Okay. Ne, immer zwei, die ich schnell hintereinander schießen kann. Du hast deine Highscore schon geschafft? Ja, das stimmt. Was war ja 700.720? Oh. Bam. Gott, ich habe fast alle Häuser kaputt gemacht. Was ist das hier? Oh, da war ein Pferd. Das kann ich auch nicht kaputt. Doch. Geht ja. Ist hier noch irgendjemand? Nee, hier war kein. Bam. Hab ich schon ausgelöscht hier. Oh ne, die Häuser kann ich. Ach, die Autos kann ich dann alle noch kaputt machen. Was schießt hier schon wieder auf mich, Alter? Direkt mit einem Raketenwerfer. Ich schätze, müsstest du, was meinst du, wie lange hast du schon gespielt? 10 Minuten. Viertelstunde. Also doch ein bisschen besser. Ja, es ist. Und wie viel? 2305. Hab ich schon alle Achievements geschafft? Ausbildungsniveau. Steam-Rangliste. Es gibt noch. Die besten Liste. Drücken. Ah. Einer hat 4065, ist das? Ja. Ja. Wo bin ich? Noch nicht, aber wenn du über 2600 schaffst, dann bist du in den Top 20. Du bist auf 37. Wow. Ja, komm, also da müssen wir heute auf jeden Fall rein. Hoffen. Okay. Also. Go. Go, go. Let's go. Wie war das? 2600? 2600 irgendwas. 25, ne? Mhm. Hier die Schiffe auch. Alles, alles zerstören. Jedes einzelne Haus jetzt. Und jedes Auto. Ja. Ja, muss ich auch nicht mehr vom Haus. Ah. Doch, diese Wolke, wenn es explodiert, ist schon. Mega. Animation richtig geil. Was ist ein schwarzes Ding dann? Eine Rauchwolke. Oh. Aber was? Woher kriege ich den Schaden? Das würde ich gerne mal wissen. Keine Ahnung. Polizisten oder so. Hier so eine Straßenlaterne. So. Ist aber schwer im Fliegen, ey. Alter. Aber ich kann ja auch unter Wasser, glaube ich, laufen. Ich muss da feste drauf drücken. Stefan versucht mich abzulenken. Nein, nein, nein. Weil ich bin sehr, sehr fokussiert jetzt gerade. Ich bin jetzt im E-Sport-Modus. Oha, okay. Ja, bin ich gespannt. Das sieht schon besser aus, ja. Wenn du zwei Schuss hast, klickst du sehr oft immer. Egal, ich einfach klicken. Das ist, so spielt man E-Sports. So. Klicken. Das Haus scheint nicht kaputt zu gehen. So, fangen wir mal direkt hier an. So, bam, bam, bam. Hier richtig stehen bleiben auch und einfach alles anvisieren einmal und aufballern. Könnte ich versuchen, ja. Und ich komme ich bis da hinten denn? Ach. Aber ich bekomme von irgendwo hier Schaden, ich weiß nicht. Der Bude vor dir, der ist ja jetzt weg. Muss echt mehrmals aufballern, auf manche. Mir ist es unzerstörbar, das. Ah. Kann auch einfach versuchen, ganz entspannt hier stehen zu bleiben. Ey, wieso macht er das Auto denn hier nicht kaputt? Was soll denn das? Häuser geben natürlich am meisten, ne? Ja. So, jetzt mal hier. Was gaben denn die Autos nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich weiß auch nicht so viel. Okay, weiter geht's. Bam. Seh nix. Man muss ja auch eins sagen, das Spiel ist nicht abgestürzt, ne? Nee, das stimmt. Oh, 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 oh. Ah.
Weiter, spring! Nein, ich kann. Jump machen. Die unter Wasser. Aber ich bin, glaube ich, schneller, wenn ich renne. Die läuft auch unter Wasser, ja. Das ist wie New World, ne? Ja. Auch schneller. Ich versuche irgendwie, ob ich das treffe, aber leider. Oh oh, man verliert echt Zeit, wenn man gestorben ist, ey, oder? Ah, das war unzerstörbar. Mopeds jetzt. Das ist auch ein Erfolg, ne? Alle Mopeds zu töten. Das Spiel hat drei Erfolge, drei Stück. Drei Stück. Hat ihn ja schon bekommen. Beim Anmachen des Spiels. Oh, das ist ein Brot. Das ist ein Brot. Warum ist das ein Brot? Weil da Wasser ist, Allah. Von wo? Ist das ein Termin oder sowas? Nee. Du hast mal das Gefühl, dass diese Polizisten irgendwie random irgendwie oder dass die auch irgendwie 10 Kilometer weit schießen können. Echt so. Nachladen dauert zu lang. Zu schaffen in die Top 20! Ja, du hast es nicht geschafft. Ja, noch ein paar Punkte. Du hast es geschafft in die Top 20. Mach mal ein bisschen mehr, da kommst du durch die Top 10 oder noch. Gott. Das kommt hier noch! Das war unzerstörbar! Was? 2860. Oh Gott. Und? Und? Hä? Das ist nicht Nein! Noch für ewig geil. Tja, Leute. So schnell geht das ja. Jetzt noch. Ich glaube, du hast Talent. Jetzt noch. Wir haben die Hälfte der Zeit knapp oben. Ja, ich schaff das noch. Platz 1. Also, Top 10? Wo musst du denn Top 10? Was musst du denn haben? Ich muss mindestens 3151 Punkte schaffen. Jawohl, wenn du 3000 schaffst, dann bist du ja Platz, ja, bist Platz 11, ne? Mhm. Kann ich was trinken haben? Ja, bitte. Dankeschön. Boah, ist das anstrengend. Bisschen ja. Aufregend auf jeden Fall. Ich würde es auch gleich mal auf Russisch stellen, das Spiel. Ich hab dann. Meinst du, dann läuft andere Stimme. Musik? Ja, das wollte ich nicht, aber. Okay, jetzt muss ich aber erstmal hier vorne anfangen, ne? Weil das macht ja schon Sinn. Da geht's noch weiter raus, irgendwie dann die. So, bam! Erstmal die Häuser hier, bam! Und die braucht nur einen Schuss, ne? Diese. Die kleinen Häuser, ja. So. Bam. 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 Was für Waffen hat so noch mal? Raketenwerfer? Nur eine Raketenwerfer und die Pistole. Echt? So. Straßenlaternen. Scheiß auf die Straßenlaterne. Ja, hatte ich nicht. So, ein bisschen. Bam. Das wird gut. Bam. Hab ich. Alles klar, let's go. Let's go. Okay, let's go. Wir brauchen jetzt mehr, oder? Es geht immer noch einen, ne? Hm? Die brauchen immer noch einen Schuss, ne? Die Häuser. Mhm.
mich jetzt auch, haben wir jetzt schon alles gesehen von diesem Spiel oder gibt es irgendwie noch... Meinst du, vielleicht gibt es auch einen Endgegner oder so? Keine Ahnung, ja. Geh mal hoch, vielleicht muss man irgendwo hin. Ja, da hinten vielleicht hin. Jetzt machen wir erstmal die Süßis da hinten weg. Da sind noch zwei. Oh, ist kalt. Was denn? So, das Haus ging jetzt nicht kaputt oder was? Ich glaube, hier, wie frech man sein muss, was zu programmieren und dann. Auch noch Geld dafür zu verlangen? Ja. Das muss ja um 1 Euro gekostet haben, ne? Also unter 1 Euro. War ja das Ziel. Aber nicht muss, war das nicht unter. Unter 1 Euro? Unter 1 Euro? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht hat es 1,50 gekostet oder so. Aber ich bin jetzt nicht selber. Jetzt hast du mich verunsichert. Oh. Triple A. Das wäre ja Highscore-Jagd. Eben auch dunkler Nacht. Ja. Okay. Ah. Weiter du da läufst, ne? Kann sein, ja. Ein schöner BMW. Wer schießt denn da schon wieder auf mich? Was soll denn das? So, hier geht's irgendwie nicht weiter. Kannst du nicht weitergehen? Ja, dann geht's wieder zurück. Oh nein, scheiße, ich verliere Zeit! Er trifft dich! Hit, sehr schnell, ja. Ich bin fast schneller als die Rakete. Oh, sie schaffen mit der getroffen. Nice, das immerhin. Das mal schaffen. Wir hören ein bisschen über die Story reden. Also ich meine, ein Engel ist jetzt auf die Welt gekommen, will alles zerstören. Ja. Ist schon geklärt, warum der Engel das machen wollte? Weil Gott das wollte. Weil Gott das wollte, okay. Und kommen da vielleicht noch mehrere Engel auf die Welt oder so? Und. Wer weiß, vielleicht kann man das ja auch Multiplayer konnte man nicht auswählen, ne? Also ich könnte mir so ein paar DLCs vorstellen, ne? Mit noch mehr Engel, die halt. Ja, und was ist mit Teufeln vielleicht auch? Nee, also seitdem es sind weibliche Teufel. Weil es muss ja. Immer so eine weibliche Charakter so im Vordergrund stehen bei so einem Spiel. Achso. Also Trash Games ist irgendwie gang und gäbe. Keine Ahnung warum. Da gab es auch dieses Spiel, wo man so einen Succubus spielen konnte, stimmt. Oder? Ja. Aber das soll gar nicht so schlecht sein, ne? Irgendwann Punish, She Will Punish You oder so? Ist das Game nicht so? Oh, davon wahrscheinlich, ne? Aber das heißt, glaube ich, wirklich Succubus. Weil Succubus könnte auch noch mal ein bisschen was krasseres gewesen sein. Wie bevor Moa Pause war vor 2. Oder sind die wieder respawned? Was denn? Und wie viel war's? 2955? Nein! Bisschen. Shitty! Drücken! 13. Von den 16 Leuten, die auch eine, wahrscheinlich, wir haben jetzt gesehen, das Spiel hat, 16 Leute haben eine Bewertung? Eine Bewertung abgegeben. Das sind bestimmt auch die, die hier in der Rangliste sind. Aber ja, 13, geil. Also du musst auf jeden Fall die Top 10 schaffen. Oh, russig. Ah. Da. Jetzt ist besser. Was war das denn, die 30 dann nochmal? Was war 10 nochmal? Ja, Ben Noccio Alla. Ich meine hier C. C? C? Genau. Drucken. Oh. Wow, braucht man das überhaupt?
geklappt. Nein. Oh, die brauchen ein bisschen. Ja, schön. Ja, das ist ein schönes Spiel. Schönes Spiel. Das ist ganz toll. Verschiedene Modi und sowas, das ist echt klasse gemacht. Also man darf nicht zu nah dran gehen. Da habe ich gar nichts mehr hier. Hallo! Als wenn es so wenigstens Power-Ups geben würde, ne? Ja, das wäre cool. Irgendwie Mehrfachschuss. Ja, genau, so ein Scheiß, ja. Mehrfachschuss, Magazin, Explosionsschadenhöhe oder so. Gut. Na gut, so, der gleiche, das ist eigentlich immer der gleiche Start, ne? Ja, ist gleich gar nicht der gleiche Start, alles ist immer dasselbe. Aber ich finde, wir sollten nachher trotzdem eine Bewertung schreiben, die positiv ist. Das Geschenk ja. Hast du es ja als Geschenk bekommen? Das bedeutet ja, dass du eh erstmal positiver dieser Sache gegenüber bist. Und da werden wir alles Positive hervorheben, was es an diesem Spiel gibt. Ja. Ja. Man, das hat das Spiel verdient. Definitiv. Ich zwar jetzt nicht so viel ein, aber. Na gut, ist doch nicht abgestürzt, ne? Das wird mal alles positiv, ne? Erst links rum, bist mal rechts rumgegangen. Gibt es aber keinen Schaden durch die Explosion, ne? Ja, doch, ja. Aber jetzt ist er ein Verlust. Ich weiß es nicht. Aber wenn es von da kommt. Ich weiß es nicht. Das ist immer schwierig, weil ich glaube, die Bullen. Schießt man schon den Bogen, oder? Kann sein, ja. Das Auto schwebt! Komm, das ist eine Bulle. Ich wollte aber auch mal zu Hause machen, du musst den Rekord schaffen. Nur noch Häuser, 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 Häuser. Alle Häuser. Aber ich will ja auch nicht sterben. Achso, bis jetzt noch gut. Mein Gott, jetzt geht mir doch nicht auf den Sack hier! War jetzt nicht so gut. Also, ich verstehe das Spiel nicht so richtig, was das angeht. Also. Aber jetzt habe ich nur noch 100 Sekunden und jetzt muss ich erstmal. Wieso kann das scheiß Raumschiff denn nicht da hinten irgendwo spawnen? Ey? Jetzt gehe ich nach rechts und da noch die restlichen. Sieht nicht schlecht aus, also du kannst zwar einiges reißen, ne? Ja. Nur 800 Punkte. Aber es wird wahrscheinlich hier nicht. So leicht sein. Oh doch, jetzt kann ich schießen. Das ist immer nur die mit dem. Dann persönlich kurz hast du gleich. So, bis geht's richtig ab. Komm, noch 25 Sekunden noch.
1030 Klasse. 1060. Dann 90, komm, mach noch ein, zwei Sachen. Was noch? Oh nein, ich hab nur Hass. Oder? Dann komm, ich mein, nein. Nein! Nein, wie viel? Aber 20. Ein Haus. Hast du noch? Du hast hier noch Zeit, 10 Minuten. Mein Gott, wie schön. Ein Träumchen. Ach, schön. Ich freue mich auf deins gleich. Was tut das besser los? Naja. Hier sind schon noch Autos, die dürfen nicht stehen bleiben, ja. So. Ich habe das verstanden. Die Holzkisten bringen keine Punkte und es gibt nur an dieser einen Stelle Holzkisten. Die Holzkisten, ja. Wie auch immer so ein Spiel entsteht. Die Leute denken sich so, also ich wollte jetzt ein Spiel entwickeln. Was gibt es noch nicht auf dem Markt? So Engel, die die Welt, Engel, die Welt angreifen. Also entwickle ich das mal. Das haben die sich dabei gedacht. Ich vermute, dass das so ein Studentenprojekt ist. Das ist so programmierbar. Meinst du? Ein Studium, ja, mach doch mal so ein 3D-Spiel, wo man irgendwas machen muss. Und dann hat er das programmiert und irgendwie so, ja scheiße, ich bin 6 bekommen dafür, da kann man gar nicht wenigstens verkaufen. Ja, das ist das Demo, klar. Stimmt. Studium abgebrochen und arbeitet jetzt. Genau. Am Fließband. Beim Bäcker. Und beim Bäcker. Da kennst du dieses eine Video mit diesem Typ, der die Brötchen nur vorbereitet, so auf dem Fließband? Nee. Meinst du, das macht er dann? Der war Fliesenleger, der Junge, und der hat sich dann dazu entschieden, einen anderen Job anzufangen und hat dann in so einer Brötchenfabrik, wo die halt so geschmierte Brötchen machen, ist er derjenige, der halt dann so Brötchen aus dem Korb nimmt und auf dem Fließband drauflegt, sodass die Frauen nachher das nehmen können, aufschneiden und schmieren. Und der legt immer die Brötchen aufs Fließband, damit so richtig dann zack. Und ich glaube, der hat vorher ein Studium gemacht und das Spiel hier programmiert. So stelle ich mir das vor. Absolut. Ach, ich brauche einfach nur Häuser. Häuser, okay. Häuser. Du musst ja eigentlich sagen, du darfst jetzt nicht aufhören, bis du nicht Platz ziehen. Eigentlich nicht, ne? Ich müsste auch mal schauen, was du für die Erfolge machen musst. Wie viele 100% Spiele hast du? Wenige. Dann hast du aber eins mehr. Auch die Punkte? Weiß ich nicht. Wir sind auf Piepen. So, jetzt nochmal zurück. Ja. Noch mal random auf ein paar Häuser hier schießen. Das ist noch 100 Sekunden, das sieht eigentlich richtig gut aus.
Das muss man mal auf, das ist gut. Zwei draufballern. Das ist das nächste Mal. Ah, ja, das ist gut. Warte. Shady! Der macht hier viel Schaden, der Typ. Die nerven auch ganz schön. Da war eine Kiste. Das war ein Bunder. Gut. Komm, komm, du hast 3200 Punkte schon. Das ist schon mega. Mach doch jetzt hier. Nein, ich hab nichts. Keine Schüsse mehr. Was ist das für Schlüssel können? Die Motorräder. Ja! Los! Komm, komm! Eieiei. Du bist ja Platz 7. Guck mal, kann ich jetzt direkt sehen, ja? Bam! Rein und sehen direkt Gaming Unicorn unten. Gaming Unicorn! Wow, also Platz 7, ein Spiel, was für jeden auf der Welt verfügbar ist. Also bist du auf Platz 7 von wie viel Milliarden? 6 Milliarden? Wow. Nee, mehr. Wow, mehr? 12. Wieso denn schon? 12 Milliarden, okay. 8 Milliarden, glaube ich, schon ja. Fast. Ja. Geil, Leute! Guck mal eben in Steam Overlay rein. Ich will mal gerne noch wissen, was du für. Hä? Du hast. Betzel 1? Ich habe jetzt keine Bildschirmaufnahme an, aber ja. Hier steht. The Graphic Destroyer Rätsel 1 und Rätsel 2 sind die. Ich muss die... für dieses Rätselspiel starten. War doch eben so Puzzle. Ach so, dann ist das andere Game. Okay, warte, dann muss ich das Spiel nur einmal schließen. Anhalten, ja. Moment, dann muss ich das gleich nochmal capturen. Beautiful. Beautiful. Oh Gott. So, herzlich willkommen zu The Graphic Destroyer Puzzles. Engelhafter Zerstörer. Game Package, Original Design Artwork, The Destroyer Who Landed on the Earth. Wir machen Englisch. Was muss ich jetzt machen? Eins. Auf eins. Oh. Rechts. Ein bisschen höher da, ja. Ach ja, tiefer, links. Ja, da. Ist das scheiße. Ich wette echt mit dir, das hat irgend so ein Typ im Studium gemacht, oder? Was ist das? Hat jetzt vom Prof die zweite Aufgabe bekommen. Hey, aus eurem Spiel macht noch ein komplett anderes Spiel daraus. Und dann, ja, ich mache ein Puzzle. Geile Idee. Und dann hat er ein Puzzle daraus gemacht. Und hat trotzdem die 6 bekommen, weil es einfach stinkelangweilig ist, die Scheiße. Einfach raten. Man kann das so ein bisschen, kann hier so ein bisschen... Der zieht sich das von selbst dahin. Das ist sehr so, praktisch. Ja, dann kannst du ja direkt... Ja komm, die zwei Erfolge holst du noch eben. Oder hier eine Waffe da irgendwo? Ne, da. Ja. Hm. Wendung genommen, das Spiel. Wahnsinn. Ja, wow. Da ist noch nicht mal Musik hinter. Nee. Leute, richtig nice das Game. Dahinter. Ach, kannst du Tisch noch so hin und her bewegen? Oh mein, wow. Wow. Was ist denn hier? Pause? Was passiert dann? Ich kann die Musik an- und ausmachen, aber es läuft keine Musik. Oh.
Ja, also wir haben die Zeit, ist jetzt um. Die Zeit ist nicht um. Also ja, es ist sehr schön, dass wir machen erstmal das zweite. Wow! Hä? Das ist einfach krass. Da ist die Musik aber an. Creamy. Track, ne? Hört nicht, ich muss ein Bad. Aha. Rechts. Kann hier irgendwo sein? Ganz links, ja. Was sind denn am besten erstmal die Rand, den Rand vielleicht machen, ne? Randdinge. Und nochmal restarten am besten, ne? Was restarten? Ja, klar, natürlich. Jetzt nochmal Restart machen, das wäre ganz top. Jetzt siehst du noch einen mit da oder da unten? Meine Zeit gestoppt. Ich mach hier gerade Speedrun, Junge. Komm, wo ist noch das, wo oben ist? Oben Dings. Oben Dinge. So. Ist genau. Das muss man ja ehrlich fragen, ist das jetzt besser als das Hauptspiel? Nee, das nicht. Also das Hauptspiel ist schon sehr nice. Ja. Das ist schon richtig irgendwo da. Hier? Hallo. Ganz woanders, okay. Richtig, ich bin gut. Hier unten? Ah. Wo? Nein, da. Hab ich geschafft. Wundervoll, oder? Ja. Bam, Leute, guckt euch das an, ey. Haben mehr. Wir hätten nicht ein Bild nehmen können, wo einfach ein bisschen mehr Farbe drin ist, oder? Ja, das ist echt nicht gerade die beste Auswahl an Bildmaterial. Woo!
Das ist Achievement. Jawohl. Ja, komm, dann jetzt noch den ersten und dann hast du das Spiel komplett 100% durch. Und der ist auch so ausdruckslos, ne? Das ist mega gruselig. Who knows? Das ist alles möglich. Überhaupt das Braune da, was du gerade zusammenfügst. Irgendein Felsenart? Glibber? Glibber? Arschtränen, oder? Nee. Ah. Teil des Busens. Busen. Links, ja. Ach ja. Hier ist sie. Warte. Also hier. Ah, Pracht. Ist das schön, Oma? Aber warum ist eigentlich bei dem Puzzle jetzt keine Musik? Ja. Hab ich mich auch gefragt. Also, müsstest du so ein bisschen Bugfixes noch machen, ne, mit deinem Spiel? Mhm. Muss wohl noch mal ein bisschen dran arbeiten, der Herr oder die Frau. Ja. Wer auch immer dieses Spiel hier zu verantworten hat. Ah, nee, in dieser Lücke da unten. Da? Ah, ja. Manchmal ist er einfach fallen, da passt. Ne? Ja. Merkt man das? Nee. Da habe ich jetzt wirklich nur fallen lassen. Das ist auf jeden Fall den Sonderpreis. Du hast auf jeden Fall. Guck mal, ich freue mich. Also, jetzt schon wieder jemand, der sich freut über das Spiel, was er bekommen hatte, ne? Ja, ist der Wahnsinn. Die meisten rasten ja nur aus. Ist der Wahnsinn, ey. Also, puh. It is amazing, Leute. It is amazing. Ich finde, Benutzername sollte so ein paar Sonderpreise auch diesmal ausrufen. Denn, ja, erstmal hast du es auf 100% gleich. Ne? Du hast es mehr als 45 Minuten gespielt. Weitaus mehr. Also, da müssen wir Sonderpreise hageln. Ja, mal machen, ne? Es ist halt durchziehen, heißt die Regel hier. So, guck mal, Leute, gleich habe ich es geschafft. Ein Feld an einem Felsen, was? Guck mal, die waren schon zusammen. Boys. Geil, Leute. Oh oh. Hat er nicht gesehen. So. Nice. Ja, geschafft. Ja, win. Wunderschön. Ja, wenn ihr reinschauen solltet bei Ina, werdet ihr sehen, sie hat jetzt ein weiteres 100% Spiel. Sie hatte nur drei Errungenschaften. Das war's. Nur 20,4% der Spieler haben diese Errungenschaft mit dem Puzzle geschafft und 98,2% der Spieler haben das erste Achievement bekommen, indem sie das Spiel gestartet haben. Das heißt, es gibt 1,8% Spieler, die haben das Spiel, aber haben es noch nicht gespielt. Richtig, oder? Genau. Ja. Und was jetzt meine Vermutung bestätigt ist, ja, da steht Hallo Erde. Und jeder Programmierer, wenn er eine neue Programmiersprache lernt immer zuerst zu schreiben Hello World. Jeder Programmiersprache. Echt? Und das ist die Errungenschaft Hallo Erde. Also okay, also an den Studenten, der das Spiel während seines Studiums entwickeln musste, ja, vielen Dank für dieses wertvolle Stück Gaming-Geschichte. Total. Ja, ich bin auf eine Fortsetzung mega gespannt. Ja, ja, Multiplayer wäre richtig geil. Ja. Und ein Shop für Skins. Absolut. Microtransactions, alles rein damit. Das wäre echt super. Aber noch ein Tipp von mir. Such dir einfach einen anderen Job. Das ist auch vielleicht ganz gut. So. Das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mit wem geht's weiter?
Wer macht den nächsten Tag? Ja, steht in der Beschreibung. Fun-Fun. Fun-Fun, ja. Fun-Fun, ja. Macht nächsten Tag morgen das Türchen auf, ne? Tschüss. Tschüss.